Dann fassen wir das mal zusammen. Wenn die Mischungstemperatur bekannt ist, also ich muss mit der Riechmannschen Mischungsregel rangehen, und das ist diese Formel hier. Achtung, das ist die vereinfachte Form, sonst müsste man noch jedes Mal C1, C2 und so weiter davor schreiben, weil ja die Wärmekapazität, wenn ich zum Beispiel zwei Wasserflüssigkeiten, die gleich sind, also mische, dann kann ich die Wärmekapazitäten, weil die überall gleich sind, rauslassen. Die würden sich dann eh rauskürzen. Gut, so, also Beispiel, ich habe hier 2 Kilogramm Wasser und ich habe hier 1 Kilogramm Wasser und das erste hat 43 Grad Celsius und vom zweiten weiß ich nicht, ich weiß bloß, dass es hinterher 36 Grad Celsius ist. Ich habe das hier reingekippt. Normalerweise sagt man Liter, wie das mit Dichte und Eigenschaften von Wasser ist, werde ich mal hier noch einen Link anbringen, damit ihr das nicht vergesst. Wenn hier ein I erscheint oder wenn es nicht erscheint, mal hier mit der Maus oder mit dem Finger drauf gehen, dann erscheint das I, da kann man sich dann da weiterbilden. Das Video wartet hier. So, also 36 Grad Celsius sind rausgekommen. Ja, manchmal pfeift es hier draußen. Es ist so warm, dass ich mich heute mal rausgesetzt habe dazu. Und ich habe also eine Mischtemperatur von 36 Grad Celsius. Da muss ich das aber, Achtung, damit ich die anwenden kann, denn hier steht T, nicht Theta. Theta ist die Celsius-Temperatur, ich muss aber die Kelvinsche Temperatur angeben. Muss ich das umrechnen. Wie man das umrechnet, geht einfach hier auf den Link. Dann gehe ich da nicht weiter jetzt drauf ein. Ich schreibe mir also die Formel erstmal ab aus dem Tabellenwerk. Schreibe alles das rein, was ich schon weiß, nur TM weiß ich und so weiter und so fort. Hier die Temperaturen habe ich auch umgeformt. Bis auf hier ging es nicht. Und die Liter habe ich dann auch entsprechend in Kilogramm ausgedrückt, weil wir wissen ja, bei Wasser ist das durchaus möglich. Wenn ich jetzt diese Gleichung versuche umzustellen, das geht. Aber das wird viel Schreibarbeit, weil ich noch hier viele, viele, viele Zeichen habe. Und damit ich nicht durcheinander komme, machen wir es lieber mal einfach. Wie man Gleichungen löst, auch nochmal hier. Da gibt es einen richtigen massiven offenen Online-Kurs, also habe ich da reingestellt, Gleichung lösen, beziehungsweise ich glaube, ich werde mal einen Hashtag anbringen zum Thema Gleichung. Ich habe es extra nochmal rot gemacht, das macht ihr eigentlich nicht, ihr macht vielleicht ein Kreischen drum hier um das T2, damit ihr wisst, das muss alleine stehen und ich mache dann alles, was nötig ist, habe das auch soweit geschafft und jetzt setze ich in diese fertige Formel, setze ich alle bekannten Größen ein, nicht in die vorherige, das wäre zu albern gewesen. Das geht hier, also das war eine halbe Minute. Das könnt ihr dann auch. Dann habe ich die Formel, habe eingesetzt und 2 Kilogramm und 1 Kilogramm zusammen mache ich, streicht dich. Also das ist wie beim Kürzen. Streicht man schnell durch, schreibt 3 Kilogramm hin, kann man sich die ganze Klammer sparen. Und jetzt, Achtung, jetzt nicht versuchen, die Einheiten rauszukürzen. Denn dann bleiben irgendwelche anderen Einheiten übrig. Ich habe das mal zur Verdeutlichung gezeigt, weshalb das wichtig ist, in diesem Fall mal das nicht auf einen gemeinsamen, sondern auf einen getrennten Bruchstrich zu schreiben. Pro 1 Kilogramm, pro 1 Kilogramm. Und jetzt sieht man, die Kilogramms fliegen raus und es bleiben Kelvins übrig. Ich habe das mal gehighlightet, was noch zu rechnen ist. 309 mal 3 minus 2 mal 316 kommt 295 Kelvin raus. Achtung, wir wollten aber Theta, also die Celsius-Temperatur haben und das sind dann 22 Grad. 22 Grad hätte es sein müssen, ne? Diese zweite Büchse Wasser oder dieses zweite Glas Wasser, damit ich von 43 und 22 Grad Celsius auf 36 Grad Celsius komme. Ihr könnt es ja spaßenshalber mit Celsius-Temperaturen ausprobieren. Klappt garantiert nicht. Und das geht nur mit der absoluten Temperatur. So, ich mache jetzt hier noch Links, die irgendwie weiterführen, die euch die ganze Sache vielleicht noch mal anders durchdenken lassen. Ansonsten, wie man das Ding vorwärts ausrechnet, das muss ich wohl nicht hinschreiben. Ich wünsche euch einen schönen Abend und überhaupt alles Gute. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Das ist ja das, was ich will. Tschüss, macht's gut.